Thema hochinteressant. Erstmal ein bisschen meditieren, Gefühle lesen, Erkennen von Emotionen in der Pflege. Und gerade in der Medizin ist das, glaube ich, etwas, was man erstmal mit ein bisschen Befremden liest. Also die Neurochirurgen und die Kardiologen würden sagen, ja, das ist ja also, da geht es ja wohl eher um weiche Fragen und wir müssen noch hier ganz andere harte Daten generieren. Das Gegenteil ist für die Menschen, um die es heute gehen soll, der Fall. Emotionen sind sozusagen ein Kernthema der Begegnung, der Auseinandersetzung mit den vielen Menschen, über 1 Million, da brauchen die gar nicht zu referieren, in unserem Land. Und sie besser lesen zu lernen und klüger damit umzugehen, ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben in der gesellschaftlichen Großaufgabe, Menschen mit Demenz in Würde altern zu lassen. Wenn ich an der Stelle ein Zitat nochmals bringen darf, ich glaube, ich habe das hier in diesem Raum schon mal gesagt, manche von Ihnen mögen das schon gehört haben oder kennen aus der Literatur, ein letzter Gedanke von mir an dieser Stelle, ein wunderbares Buch über die Demenz, was viele von Ihnen kennen mögen, von Arno Geiger, österreichischer Schriftsteller, lebt in Wien, der alte König in seinem Exil, Sie mögen den, viele von Ihnen nicken, Sie mögen den Roman gelesen haben. Und das ist ja ein überwiegend autobiografischer Roman, wo er als Sohn eines demenzerkrankten Vaters schildert, wie die Kinder sich der Aufgabe annehmen, den an demenzerkrankten Vater bis zum Tod zu versorgen. Sehr schön beschrieben, das findet statt auf einem Dorf knapp 1000 Meter hoch mit Blick über den Bodensee von Bregenz aus und wie gesagt autobiografisch. Und er schildert in einer der ersten Sequenzen des Buches, wie er also aus Wien nach Hause fährt, die Geschwister haben sich aufgeteilt, wer wann zu Hause sein muss mit dem Vater und er versorgt also seinen Vater und das bedeutet in dieser ersten noch Krankheitsphase, dass noch die Wäsche rausgelegt werden kann und das Frühstück wird bereitet. Und an einem der ersten Morgende, wo er also seinem Vater die Wäsche herausgelegt hat, kommt er dann, nachdem der Vater die Wäsche ergriffen hat und auf der Bettkante sitzt, ins Schlafzimmer hinein. Und der Vater sitzt da und hat ein ganz befremdliches Gesicht und einen ganz misstrauischen Gesichtsausdruck. Und er versucht, den so ein bisschen zu lesen und sagt, was ist los, Vater? Was hast du denn? Der Vater sitzt mit der Wäsche auf den Knien auf der Bettkante, hat die beiden Socken in der Hand und schaut seinen Sohn äußerst misstrauisch an und sagt, wo ist der Dritte? Wo ist was? Wo ist der Dritte? Und mit diesem kurzen Satz, wo ist der Dritte, wird deutlich, wie groß das emotionale Problem auch an dieser Stelle ist. Ja, da ist ein verwirrter Vater, der eigentlich alles auf den Knien hat, aber der das nicht mehr geistig, intellektuell so verarbeiten kann und wo sich aus so einer seinem ersten Defizit ganz großes Misstrauen dem Sohn gegenüber, der ihn also seit vielen Jahren betreut, entwickelt. Und wie geht man jetzt um mit so einer Szene? Ich finde also ein wunderbares Bild, was vielleicht wie in so einer Nussschale zusammenfasst, worum es heute gehen soll. Ich bin froh, dass Sie heute alle hier sind, dass der Raum sogar so voll ist, Herr Busing, dass Sie Teilnehmenden absagen mussten, dass das Interesse für das Thema einfach so groß ist. Und ich bin froh, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben. Es ist gerade schon gesagt worden, Gefühle lesen, Emotionen erkennen, das ist jetzt nicht so ein Thema, was sich in unserer, wir sind ja auch Gesundheitsministerium, gesundheitspolitischen Diskussion so von selbst ergibt. Das ist im Bereich Pflege schon immer etwas anders, weil wir schon, glaube ich, eine sehr lange Tradition haben, den Menschen als Ganzes zu sehen. Und gerade da, glaube ich, werden Sie mir zustimmen, ist das Thema Emotionen von ganz elementarer Bedeutung. Emotionen, ohne Emotionen leben zu können, ohne Emotionen zeigen, ausleben zu können, ist, glaube ich, menschliche Persönlichkeit überhaupt nicht denkbar. Ohne das ist aber auch Kommunikation gar nicht denkbar und da fangen die Probleme an. Jetzt sind Emotionen nicht immer so leicht lesbar. Ich komme aus Köln, da ist gerade Karneval, da ist die Emotion relativ deutlich erkennbar dann. Aber wir haben ja schon in der normalen zwischenmenschlichen Diskussion unheimlich viele Schwierigkeiten, Emotionen unseres Gegenübers zu lesen und dann unverzichtbar für Kommunikation mit diesen Emotionen richtig umzugehen. Ich glaube, es gibt inzwischen ja vom Kabarettprogramm bis dicke Bücher über die verschiedenen Emotionen von Männern und Frauen und wie die dann miteinander umgehen sollten, Bücher. Aber schon diese Problematik zeigt, dass es ganz schwierig ist, zwischen Menschen da immer genau die richtige Basis zu finden. Und bei Menschen, die ihre Emotionen anders ausdrücken, weil sie ein Stück in einer anderen Welt leben, weil sie ein Stück auch ihre eigene Persönlichkeit anders wahrnehmen, potenzieren sich die Schwierigkeiten natürlich nochmal für uns, die wir eher in normalen Wertevorstellungen verhaftet sind, diese Emotionen zu leben. Und ich bin unheimlich glücklich,
dass Sie sich dieses Themas trotzdem so genau annehmen heute, weil es schon mal eins deutlich macht. Menschen mit einer Demenz leben ihre Emotionen aus, haben, wie wir alle, das unverbrüchliche Recht, ihre Emotionen auszuleben. Und es geht nicht darum, in dem Umgang mit diesen Menschen die Emotionen zu steuern, zu sagen, das ist doch eigentlich anders und das muss doch eigentlich anders sein. Und hier musst du dich an moralische Normen, an normative Werte, an Verhaltensregeln orientieren und versuchen, die Emotionen irgendwie wieder so zu steuern, dass sie in die uns vertrauten Bahnen passen. Sondern es muss uns darum gehen, dass wir diese Menschen, so wie sie sind, wahrnehmen mit ihren Emotionen und dass wir uns alle der Aufgabe stellen, diese Emotionen zu lesen und dann daraus auch die nötigen und erforderlichen und richtigen, hoffentlich richtigen Schlüsse für eine gelingende Kommunikation mit diesen Menschen zu finden. Das ist, ich glaube, da sage ich Ihnen gar nichts Neues, weil Sie alle mutmaßlich auch viel näher in der Praxis sind, als wir in dem Ministerium das dann sein können. Aber das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in der täglichen Praxis im Umgang mit älteren Menschen, im Umgang mit Menschen mit Demenz. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin in den letzten Tagen auch viel mit unserer Ministerin unterwegs gewesen, gerade zum Thema Demenz, dass wir unheimlich glücklich sind, dass wir immer wieder überall auf so viele engagierte Menschen treffen, die sich dieses Themas mit so viel Wertschätzung und mit so viel mitfühlendem Engagement gegenüber den Menschen annehmen. Und darum bin ich einfach nur glücklich, dass diese Veranstaltung heute hier so vom Dialogzentrum organisiert wird. Ich glaube, ich habe gerade schon gesagt, die vielen Termine, die wir im Moment haben, wir waren jetzt vor 2 Tagen noch in der Pflegeoase in Telgte, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja 2 Pflegeoasen, als eine mögliche Form, Menschen mit einer hochgradigen Demenz künftig zu betreuen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir uns dieses Themas aus ganz vielen Facetten annehmen, denn es gibt für uns im Moment viele drängende Herausforderungen im Bereich der Pflege. Es geht um Geld, es geht immer um ganz viel Geld, es geht um gesetzliche Rahmenbedingungen, es geht um Personalschlüssel, es geht um alles. Aber ich finde fast keine fachlich größere Herausforderung als die Frage, wie gehen wir mit Menschen mit einer Demenz und vor allen Dingen mit einer hochgradigen Demenz um in unserer Gesellschaft? Wie geben wir ihnen vor allen Dingen den selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft, den sie nicht nur mengenmäßig irgendwann haben werden. Wir werden 2030 600.000 Demenzpatienten oder Menschen mit Demenz, von Demenz betroffen in unserer Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen haben. Da ist unsere feste Überzeugung, die wir auch in die Diskussion unsererseits immer einbringen, ist natürlich auch immer nur eine von verschiedenen Meinungen, dass es uns gelingen muss, dass wir Gesellschaft so verändern, dass es ganz normal ist, mit einer Demenz in dieser Gesellschaft auch leben zu können. Und zwar überall, in den einzelnen Quartieren, in den Wohnvierteln, in den Familien. Demenz ist für uns viel weniger eine Erkrankung als einfach ein, auch rein mengenmäßig, sehr üblicher, künftig normaler Zustand wahrscheinlich am Ende eines Lebens, dass eben so wie in der Kindheit bestimmte Verhaltensweisen anders sind, wie man sein eigenes Leben in seiner eigenen Welt lebt, wird ganz viele von uns das am Ende ihres Lebens auch treffen. Und auch das muss ein wertvoller Teil unseres Lebens sein. Und das kann es nach unserer Überzeugung nur sein, wenn wir Normalität an der Stelle einkehren lassen, was, glaube ich, in unseren Köpfen ganz viel Veränderung noch, wahrscheinlich nicht bei denen, die hier im Raum sind, bedarf, aber bei vielen anderen in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist das für uns die größte Herausforderung, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir diskutieren über Demenzdörfer, wir diskutieren über Pflegeoasen und wir müssen feststellen, wenn ich das Thema Demenzdörfer mir anschaue, für die Anzahl von Menschen, die wir betreuen müssen, die wir mitversorgen müssen, wird das überhaupt keine Versorgungsform sein. Dann müsste jede Kommune von 60.000 Einwohnern demnächst wieder 5 Demenzdörfer drumherum haben. Also das ist einfach keine Welt, die wir uns auch vorstellen möchten, so gut sicherlich viele Ansätze sind in diesem Bereich. Aber ich kann es auch einfach immer nur wieder sagen, wir stehen auch im Ministerium, ich glaube auch in der Wissenschaft, in vielen Bereichen einfach noch am Anfang dieser Diskussion. Und daher bin ich ganz gespannt, was Sie heute für Ergebnisse aus dieser Diskussion mitnehmen. Ich hoffe, dass es für Sie ein anregender Tag wird. Das möchte ich Ihnen gerne wünschen. Ich glaube, die Referentinnen und Referenten aus den verschiedenen Perspektiven, von der Wissenschaft bis zum Clown, haben einfach schon alleine das Potenzial, dass das eine ganz spannende Veranstaltung wird. Leider ist das für mich so ein Brückentag, wo ich einer der wenigen bin, die nicht karnevalsgeschädigt irgendwo liegen, sondern arbeiten muss. Und deswegen muss ich heute einen Termin nach dem anderen für die Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. Aber ich wollte einfach hier sein und Ihnen auch, wie gesagt, ganz ausdrücklich im Namen unserer Ministerin herzlich danken für Ihr Engagement und einen ganz spannenden Tag hier in Wittenherdecke wünschen. Herzlichen Dank und viel Erfolg.